Das Zurückbringen eines Artikels durch den Kunden zu Ihnen im Laden ist im Geschäftsverlauf keine Seltenheit. Das heißt, wir sprechen von einer Artikelrücknahme. Vielleicht haben Sie in den vorhergehenden Videos schon gesehen, wie einfach das ist, einen Artikel zu verkaufen und vor allem auch, wie extrem schnell das geht. Wie gesagt, hier beschäftigen wir uns mit der Artikelrücknahme. Ich möchte Ihnen auch gleich the best practice zeigen, also den besten Weg, der für Sie und für einen Prüfer eventuell später mal reproduzierbar ist. Das heißt, so sind Sie immer auf der sicheren Seite. Wir fangen mal mit einem Verkauf an. Sie haben einen Verkauf getätigt. Ich habe jetzt mal hier 3 Verkäufe getätigt, dass wir einfach sehen, das sind jetzt unsere Verkäufe. Wir haben hier in dem Bon 1 haben wir Testartikel verkauft, mit der Artikel Nummer 1, 3 und 2, mit der Stückzahl hier 3 und 2. Okay, soweit so gut. Mit der Stückzahl 2, 2 und 4, Verzeihung. Und jetzt tun wir einfach so, dass der Kunde jetzt zurückkommt und sagt, ich bringe den Artikel 2, also diesen Musterartikel 3 bringe ich zurück und zwar einmal und den Musterartikel 2 bringe ich auch einmal zurück. Wie machen Sie das am besten? Dazu steht Ihnen eine sehr, sehr schöne Funktion in der Toolbox zur Verfügung, die sich Artikelrücknahme aus Bon nennt. Hier können Sie, wenn der Bon Ihnen vorliegt, hier einfach die Bonnummer eingeben oder Sie können auf erweiterte Suche gehen, um einen Bon auszuwählen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, über Bonnummer zu filtern. Nun, wenn Sie den Bon gefunden haben, können Sie sagen auf Bon übernehmen, ansonsten sagen Sie schließen. Wir sagen Bon übernehmen. Nun haben wir eine Auflistung oder nun erhalten wir eine Auflistung der verkauften Artikel dieses genannten Bons, in unserem Fall die Bonnummer 1. Hier können wir sagen, diesen Musterartikel nehmen wir zurück und zwar Stückzahl zurücknehmen. Ich sage jetzt hier 1, 2 und wenn ich auf diesen Spinner, also auf diese zwei Pfeile klicke, nach oben und nach unten, kann ich die Stückzahl zurücknehmen, aber nur die maximale Stückzahl, die auch verkauft wurde. Klar, wenn hier 2 drin steht, kann ich nicht 3 zurücknehmen. Macht Sinn. Also ich sage hier, ich will von diesem Musterartikel einen zurücknehmen und von diesem Musterartikel 2 will ich, da machen wir jetzt einfach mal 2 zurücknehmen. Nun habe ich die Rücknahmeartikel hier unten in meiner fast fertigen Liste, die ich durch Anklicken von Weiter bestätigen kann. Diese Artikel sind nun zurückgenommen und können nun verkauft werden. Beim Bezahlen, also das heißt, wenn der Kaufbetrag negativ ist, hier minus 47 Euro, haben Sie die Möglichkeit, einen Gutschein zu erstellen oder den Betrag an den Kunden gegebenenfalls auszuzahlen. Wir sagen Betrag auszahlen. Ihre Auswahl, die Sie getätigt haben, müssen Sie unten letztendlich links bestätigen und dann die Sicherheitsabfrage auch nochmal bestätigen. Also ich will jetzt keinen Bon haben. Wenn wir uns das in den Bonkopien ansehen, haben wir nun eine bare Auszahlung. Das Schöne ist, dass Sie jetzt hier drauf referenzieren können. Sie sagen, es war eine Warenrücknahme aus Bon Nummer 1 und hier war es auch eine Warenrücknahme aus Bon Nummer 1. So, dass wenn ein Prüfer kommt und sagt, hey, warum hast du da minus 47 Euro, lieber Chef? Dann gehen Sie da rein in die Bonkopie und sagen, schau her, das hat der Kunde hier gekauft und da habe ich es zurückgenommen. Und Sie könnten natürlich auch, wenn Sie wollten, Zusatztexte mit hinterlegen, weil Sie haben ja den Button Zusatz und dort könnten Sie zu einem Artikel zusätzlich Informationen hinterlegen, dass Sie sagen, hat nicht gepasst, wie auch immer. Ja, und das war's schon mit der Warenrücknahme aus der Funktion Artikelrücknahme aus Bon. Des Weiteren können Sie natürlich einfach einen Artikel eingeben und dann auf RK klicken. RK ist die einfache Rücknahme, allerdings haben Sie an dieser Stelle keine Referenz auf den Originalbon. Sie haben beide Möglichkeiten. Ich persönlich würde den ersten Weg wählen, weil das ist der sichere Weg. Die zweite Variante ist halt der einfache Weg. So, Sie können in Wabi Profi 3 natürlich Fragen generell sich anzeigen lassen oder nicht mehr anzeigen lassen. Ich sage, diese Meldung will ich in Zukunft nicht mehr haben und sage ja, ich akzeptiere die Rücknahme. Nun wird automatisch aus meiner eingegebenen Menge, sprich 1, eine Rücknahmemenge, also sprich minus 1 oder minus Stückzahl. Beispiel, ich mache die Ninja-Kämpfer zweimal und sage hier Rücknahme, somit habe ich hier minus 2. Wenn Sie sich vertan haben mit einer Rücknahme, können Sie natürlich diese Rücknahme rückgängig machen, indem Sie den Artikel anklicken und dann erneut auf Rücknahme klicken. Nun können Sie die getätigte Rücknahme rückgängig machen. Okay, sage ich ja, will ich haben, dann wird aus dem minus 1 wieder ein Stück, also das heißt eine, dann habe ich keine Zulaufmenge, also minus 2 ist ja minus, ist negativ, bedeutet Zulauf,
in den Warenbestand wieder. Und positive Menge bedeutet Abgabemenge, das heißt Reduzierung des Warenbestandes. Also hier sage ich auch wieder RK für Rücknahme, rückgängig machen. Und dann habe ich wieder einen normalen Verkaufspreis hier. Ja, das waren diese zwei Varianten, wie Sie etwas rückgängig machen. Was nicht geht, ist folgende Geschichte, wenn wir, das können wir machen, Damenhosen. So, dass ich sage, hier minus 1, das nimmt er nicht an. Da können Sie also wirklich nur ein Stück verkaufen. Es gibt kein minus 1. Die Abgabemenge oder die Artikelmenge müssen Sie immer eingeben und dann auf RK klicken.